Hey Leute, hier ist wieder eure Sky Dorissa zu einem neuen Part von Gravity Rush Remastered. Im letzten Part haben wir die Mission mit dem Hexewillwandturm abgeschlossen, die vierte Story-Mission, und wir haben, ja, also wir wollten Sid helfen, einen Verbrecher des namens Alias oder auch das Hexewillwandturm genannt zu stellen, und das hat nicht so ganz geklappt. Denn Alias hat sich als Sid verkleidet und uns den Kristall, der hier in dem Fischmaul normalerweise steckt, abgenommen und ist damit verschwunden. Ja, und jetzt sind wir hier wieder unsere kleine Cat. Und was haben wir heute in diesem Part vor? Nun werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir haben hier mehrere Herausforderungsmissionen, die wir noch nicht angefangen haben. Wir haben hier ein Gespräch, tatsächlich sogar zwei. Welches ist jetzt näher dran in unserer Position? Das hier. Dann gehen wir da erstmal hin und ich würde mal sagen, wir klappern erstmal die Gerüchteküche ab. Wenn danach noch irgendwas ist, machen wir vielleicht die Herausforderungsmission. Und ansonsten machen wir ein bisschen Juwelensuche. Und wenn wir danach noch ein bisschen Zeit haben, dann werde ich mich ransetzen und dann werden wir auch schon zur fünften Story-Mission gehen. Aber erst dann. Und ja, auf dem Weg zu dem Herrn in der Gerüchteküche werde ich natürlich auch wieder versuchen, Juwelen einzusammeln, damit wir unsere Skills verbessern können. So. Alles klar, dann können wir von hier aus noch ganz gut gucken. Ich will mal wissen, was hier in der Ecke ist. Sieht sehr interessant aus. Das führt nur weiter runter, aber wo geht's rauf? Und war hier nicht eine Brücke oder sowas? Nee, tatsächlich nicht. Aber da wäre etwas, dass man wieder ein bisschen höher kommt. Dann fliege ich doch mal dahin. Auch wenn ich mich jetzt irgendwie ein bisschen mehr vom Ziel entferne. Hat das alles schon seine Richtigkeit? Ich versuche nämlich, ein bisschen unkonventionelle Wege zu gehen, damit wir ein bisschen mehr von der Stadt sehen. So. Wozu haben wir denn unsere gravitationskontrollierenden Kräfte? So. Moment, war das nicht das Haus, wo wir Dings gerettet haben? Und irgendwie bewege ich mich ein bisschen sehr weit weg von allem. Und ich glaube, jetzt falle ich ein gutes Stück runter. Ja. Dachte ich es mir doch. Aber wo bin ich jetzt? Und okay, schade, der Gulli führt nicht nach Hause. Weil wir leben ja in den Abwasserkanälen. Hä? Was ist hier denn? Ich muss ehrlich zugeben, an diesen Teil in der Stadt erinnere ich mich gar nicht. Mal sehen, vielleicht komme ich von hier aus jetzt so hoch, wie ich das haben wollte. Aber ich muss ehrlich sagen, das Design der Stadt gefällt mir sehr. Einfach, weil es so verworren und verschlungen ist. Man verläuft sich hier sehr leicht, deswegen bin ich auch dankbar über die Karte und alles andere. Aber, ja. Man kann sich hier wunderbar verlaufen. Das ist was Gutes und was Schlechtes gleichzeitig. So. So. Mal schnell hier lang. Dorthin. Oh, was sehe ich denn da? Da waren Juwelen irgendwo. Ah, da sind welche. Ob ich da mal hin sollte? Ja, warum nicht? Achso, im Übrigen, ich habe offscreen schon nach ein paar Juwelen gesucht. Nicht, dass ihr euch wundert. Es hat einfach was damit zu tun, ich wollte das nicht alles in den Parts machen. Das wäre dann doch ein bisschen viel gewesen, glaube ich. So, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht runterfallen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen höher. Und irgendwie waren wir voll nah dran am Ziel und jetzt sind wir so weit weg. Das ist krass. So. Ich peile mal dort oben an. Falls unsere Energie nämlich nicht ausreicht, haben wir da, glaube ich, was zum Stehen. Nee, haben wir nicht. Scheiße. Dann müssen wir hier ganz schnell weg.
Okay, gut. Wir sind hier. Wir sind sicher gelandet. Ich habe hier irgendwo Juwelen gesehen. Da oben auf dem Dach. Cool. Wow, ich bin da noch ein kleines Stückchen geflogen. Oh, hier sind ja noch mehr. Man findet wirklich hinter jeder Ecke was. Aber wirklich hinter jeder. So, peilen wir mal da vorne an. Ich muss dringend was dagegen tun, dass unsere Leiste nicht immer so schnell weggeht. Vielleicht wäre das mal so eine Sache, die ich bald mal upgraden sollte. Ich finde es aber auch genial, wie wir einfach mal so extrem viel Sachen finden. Ah, da ist eine Herausforderungsmission. Wo sind wir denn jetzt? Oh! Tut mir leid. Ich bin auf einem Mädchen gelandet. Auf dem Kopf. So, da oben ist es. Wir haben es endlich gefunden. Es waren ein paar Umwege, aber wir haben es geschafft. Und da unten leuchtet was. Ich glaube, da fliegen wir dann als nächstes hin. Seit Alias hier aufgetaucht ist, gibt es nichts als Ärger. Die Stürme, die Nevi. Wo bleibt die Regierung? Wo bleibt die Polizei? Eine Bande von Faulpelzen. Da will ich nicht widersprechen. Besonders was einen bestimmten Polizisten angeht. Ja, stimmt. Sid hat ein bisschen gefailt im letzten Part, falls ihr euch erinnert oder das nicht gesehen habt. Er hat ein bisschen gefailt, das muss man zugeben. Das heilige Juwel war unser einziger Schutz. Ich hoffe, Alias bekommt, was er verdient hat. Ja. Und oh, ich bin da ein bisschen seltsam gelandet. Dann fliegen wir mal dahin. Da ist irgendwas. Was ist das? Ach, das ist ein... Das ist ein Quick-Travel-Gully. Der führt nach Hause. Ist ja genial. Das ist super. Und wir sind jetzt hier bei der Kirche, wo wir im letzten Part Sid noch ein bisschen geholfen haben. So. Ich wollte eigentlich gucken, ob es hier in der Gegend noch was gibt. Tut's nicht. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Wir können ja nicht wirklich in die Kirche reingehen, oder? Nein. Okay. Nein, 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 nein! Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte in die Karte. Entschuldigung. Ja, zeig mir den mal. Ah, hier unten. Gut. Runterfallen lassen. Ich wollte nämlich wieder in die Innenstadt von Old Noir am besten. Was? Indestria, Old Noir, Vendicendre. Ah, scheint wohl. Und Plejeune. Das sind wohl die anderen Stadtteile. Aber da können wir noch nicht hin. Gut, ich wollte eigentlich nur in Old Noir. Gehen wir denn mal am besten. Ich würde sagen, dahin, das ist der Brunnenplatz. Da kennen wir uns ja gut aus. Da sollten wir immer was finden. So, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir rufen mal das nächste Gespräch auf. Hier. Mehr Glück beim nächsten Mal. Hm? Hier hoch? Ah, du bist das. Reden wir mal mit dir. Was sagt man dazu? Ich stehe hier einfach und wie sie es gesagt hat und zack, ein süßes Mädchen erscheint. Die Wahrsagerin hatte wirklich recht. Süßes Mädchen? Ich? Und was für eine Wahrsagerin? Ich hatte eigentlich auf blondere Haare gehofft. Vielleicht sollte ich noch einmal mein Glück bei Pandoras Schicksal versuchen. Was? Du bist auch nicht gerade eine Granate. Pff, was für ein Arsch. Ernsthaft? Einfach nur, weil sie nicht... Weil ihre Haare nicht blond genug sind. Ernsthaft? Ich meine, sieh dir mal Cat an, Junge. Sie ist ein heißer Feger. Und sie trägt knappe Klamotten. Sehr knappe Klamotten. Sie trägt ja fast mehr Umhang als alles andere. Wie kann man sowas nicht gut finden? Also, wie kann man sowas noch arg kritisieren? Das sollte ich wohl eher sagen. Na gut, ich würde dann sagen, wir versuchen uns jetzt nochmal ein paar Herausforderungsmissionen. Wir haben irgendwie ein bisschen viel Zeit verplempert mit, ja, mit
Rumsuchen nach Juwelen. So, freies Rennen. Passiere alle Checkpoints, absolviere das Rennen. Nutze alle Gravitationstricks, die dir zur Verfügung stehen, um zu gewinnen. Alles klar. Das war, glaube ich, ein Fehler. So. In die Richtung kann ich ja mal fliegen. So, da kriegen wir noch ein Juwel. In die Richtung. Energie bekommen wir ja aufgeladen. Und wow, wo bin ich denn da gelandet? Wir brauchen übrigens 12 Checkpoints. Das ist eine ganze Menge. Oh, tut mir leid, dass wir dich mitreißen. Oh, da ganz rüber. Wow. Und ein Juwel. Dahin. Elf. Und da ist der 12. 1 Minute, 7 Sekunden. Wow, wir kriegen sogar die erste Belohnung. Das ist toll. 100 Juwelen. Oh, das ist genial. Im Übrigen, ich habe jetzt für mich so ein bisschen festgemacht, dass wir so ein bisschen die Herausforderungsmission, dass ich die meisten im Part zeige. Oder in den Parts. Immer so zwischen den Story-Missionen, wenn ich mal lustig bin. Aber offscreen halt fürs Juwelenfarmen dann eher öfter nochmal die Missionen mache. Je nachdem, wie wir es halt brauchen. Nein, ich habe mich schon wieder vertan. Tut mir leid, Leute. So, was haben wir denn als nächstes? Hier haben wir noch einen Gulli, hier haben wir eine Nebenmission, hier haben wir eine Herausforderungsmission. Ah, ich würde sagen, wir machen hier die Wurfherausforderung, die ist bei der alten Fabrik, wenn ich mich richtig erinnere. Woher ich das weiß, ich hatte mir die Herausforderungsmission ja mal kurz im Part angeguckt mal. Ich glaube, ich habe sie auch mal im Stream gezeigt, ich bin mir gerade unsicher. Oh, und hier vorne wäre auch noch die Story-Mission. Das heißt, da geht es mit der Story weiter vor diesem Laden. Aber da müssen wir ja noch nicht hin. Wir können uns ja Zeit lassen. Die Welt ist groß. Wir können noch mal erkunden. Und wir hätten auch ganz schnell mit einem Gulli hierher reisen können. Ah, ist das ärgerlich. So. Wurf-Herausforderung. Herausforderung annehmen? Oh ja, gerne. Was auch immer das ist, diese Wurfherausforderung. Old Noir Wurfherausforderung. Besiege so viele Nevi wie möglich, nur mit Gravitationswürfen. Greife Objekte mit Kreis, drücke Kreis erneut, um sie auf die Nevi zu werfen. Okay. Ah, da ist noch ein Tutorial. Moment. Achso, drücke Kreis im Stasisfeld, um ein Objekt zu greifen. Drücke dann Kreis erneut, um das Objekt in die Richtung der Zielmarkierung zu werfen. Alles klar. So, weitere Feinde sind aufgetaucht. Schade, dass wir nicht mehr als einen Gegenstand mitnehmen können und ich mich irgendwie voll vertue. Und hey, wir können unsere Energie aufladen. Das ist super. Wo ist denn der nächste Nevi? Da oben ist einer. Verdammt. Wie bestimme ich besser, dass ich zielen kann? Da. Direkt aufs Nevi-Auge. Ah, verdammt. So, wir haben noch mehr die Zeit verlängert. Ich brauche erstmal ein paar Gegenstände. Ich finde es genial, dass man so ein bisschen die Umgebung mit einbezieht. In das Kampfsystem. Das ist cool. Auf jeden Fall eine coole Idee. Oh, ich habe sogar mehr. Ich habe mal mehr aufnehmen können. Haha. Wo ist denn der nächste Nevi? Da vorne. Hör auf, dich zu bewegen. Ich will dich abschießen. Und los geht's. Super. Und wir haben die Zeit verlängert. Wir haben schon 280 Punkte. Hey, das ist gut.
Im Übrigen, warum mache ich eigentlich immer die Gravitation aus, nachdem ich im Stasisfeld war? Ganz einfach. Das verhindert, dass ich meine Leiste aufbrauche, weil wenn die Leiste aufgebraucht ist, dann ja, haben wir nicht mehr so viel davon, dass wir einen Gegenstand haben. Okay. Stasisfeld macht scheinbar nur Schaden, wenn wir den Nevi auch am Auge treffen. Oh, verdammt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit abgelaufen ist und... Och Mann, wir haben ja nicht mal 400 Punkte geschafft. Ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Kann man eigentlich das Stasisfeld auch verbessern? Ich sehe mir das mal an. Na komm, warum kann ich nicht rein? So, sehr schön. Story, nein. Hauptfähigkeiten, Gesundheit, Gravitationsverbrauch. Erholungszeit. Ne, die ist eigentlich ganz gut. Kampfkünste, Gravitationskick, Kick. Gravitationskräfte, Stasisfeld, das können wir tatsächlich verbessern. Das kann ich ja mal machen. Weil das scheint mir eine gute... Das scheint mir eine gute Technik zu sein. So fürs Nötigste. Gut, was haben wir als nächstes als Ziel? Oh, ich würde sagen, die hintere Herausforderungsmission machen wir noch. Dann können wir ja vielleicht auch mal gucken, was diese Nebenmission ist. Aber halt erst dann. So, ich gehe mal hier lang. Was ist eigentlich da vorne? Sieht interessant aus. Okay, es ist eine Brücke. Aber sie ist interessant gebaut. Einfach mal so quer rüber. Ich finde im Übrigen die NPCs auch toll. Also man merkt zwar, dass sie NPCs sind und nicht so viel vom Design reingegangen ist, aber dennoch sieht man noch den einen oder anderen, der gut ausschaut. Muss man zugeben. So. So, jetzt stehe ich auf einem Hausdach und... Oh, hier sind Juwelen. Toll. Kann ich ja bald wieder ein Stat verbessern. Vielleicht den Kick, den normalen. Das wäre gar nicht so schlecht. Oh, da vorne sind noch welche. Ganz viele sogar. Die muss ich mir kurz holen. Oder nee, nee, das ist einer, aber... Oh, fuck, ich bin da gerade runtergefallen. Gravitationskräfte sei Dank. Nein! Oh, was mache ich denn da? Ich bin doof manchmal. Kann das sein? Ich glaube ja. Nein! Pft. Ich mache den gleichen Fehler nochmal. Ernsthaft? Wollte doch nur da vorne an die Juwelen ran. So, sehr gut. Jetzt haben wir es auch mal geschafft. So, da vorne müssen wir hin. Ich wollte eigentlich diese Hauswand anpeilen, aber irgendwie ist das so ein bisschen problematisch. Gut. Mal sehen, vor allen Dingen hier waren wir noch nicht und ich glaube, wenn wir die Mission haben wollen, müssen wir vielleicht wieder was aktivieren. Und ja, dachte ich mir schon, dass wir wieder 10 Juwelen opfern müssen. Dafür sind die ja auch gut. So, mal sehen, was dabei rauskommt. Ein Aufzug. Ich habe nämlich gerade den Text nicht gelesen, deswegen wundere ich mich gerade. Aber wir haben einen Aufzug repariert, das ist schön. So, mal sehen, was die neue Herausforderungsmission sagt. Ich habe gerade wieder nicht hingeguckt, tut mir leid. Ah, jetzt steht's hier. Ordnoa Energierennen. Deine Gravitationsanzeige ist leer. Sammle Juwelen, um sie aufzufüllen und das Ziel zu erreichen. Alles klar? Interessant, also wieder ein Rennen, aber ein anderes Rennen als vorher. Ich finde es gut, dass man solche Sachen so ein kleines bisschen, ja, abändert und verbessert, damit man Abwechslung reinbringt. Das ist gut. Ich sollte lieber laufen, um meine Energie voll zu haben.
Ich peile mal hier an. Den Kristall dürfte ich von alleine mitnehmen. Hier kann ich loslassen. Gut, die Energie ist voll. Da vorne haben wir schon die nächste. Wir haben im Übrigen 9 Checkpoints, also viel weniger als vorher. So, ich flieg mal bis dahin. So, nur noch 2 Checkpoints. Und los. So, wir haben es geschafft. In 1 Minute 19. Oh, wir haben ganz knapp das erste Ziel verpasst. Ja, da müssen wir jetzt fortfahren. So, ich möchte noch mal ganz kurz gucken, was mit der Nebenmission wäre. Weil wir hier ja sowieso in der Nähe sind, deswegen. Falls man der Karte Glauben schenken darf, ja. Gehen wir mal dahin. Nebenmission, Dienstmädchenpaket, Tagebuch eines Dienstmädchens. Dienstmädchen Teil 1. Ah, das ist eine von diesen DLC-Missionen, die die Kostüme mit einschließt, oder? Na, dann sehe ich mir mal an, was das sein soll. Also ich will zumindest gucken, wer da zumindest der Auftraggeber ist. Und so. Warum gehe ich in die falsche Richtung? In die Richtung. Und weiter runter. Oh, ich bewege mich doch wieder weg. Schade. Sag mal, Cat, kannst du dich da nicht festhalten? Ernsthaft? So. Hä? Wie komme ich jetzt da runter? Du verwirrst mich gerade, Stadt. Oder eher die Kartenanzeige verwirrt mich. Okay. Dann müssen wir es auf eine andere Art und Weise versuchen. Fallen lassen. Oder so ähnlich. Okay. Nee, Moment. In dieser Richtung, oder? Nee, hier runter weiter, oder? Nee, höher. Hä? Gott, die Richtungsanzeige verwirrt mich gerade. Und warum sind hier so viele Ruinen? Ich meine, nicht, dass ich mich jetzt anstelle, aber... Es sieht ja cool aus, aber warum sind hier so viele? Oh nein, ich fall runter. Ich werde sterben. Nein, werde ich nicht. Ich habe mich ja noch retten können. So. Ah! Jetzt zeigt er mir wieder eine normale Richtung an und... Was ist denn das für eine coole Tür? Und falls ihr vorhin ein kurzes Geräusch gehört habt, ich bin ganz kurz beim Gyrosensor einsetzen gegen die, Dings gekommen. Gegen das Mikrofonkabel. Hihi. So, hier ist es und... Oh nee, nicht ihr zwei schon wieder. Nee, die Nebenmission mache ich nicht. Noch nicht. Einfach wegen den beiden. Diese undankbaren Leute. Wirklich. Ernsthaft. Nee. Und tut mir leid. Das überlege ich mir nicht mal. Aber ich würde sagen, ich beende hier den Part. Weil, dann würde ich im nächsten Part wahrscheinlich mit der nächsten Story-Mission weitermachen wollen. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir haben uns ein bisschen in Old Noir umgesehen. Ein bisschen Scheiße gebaut. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.